Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205 Tundra DLC. Wir sind hier wieder am Ende eines Auftrags und die Unbekannte war ein Nudelgericht. Ich kann mir denken, was passiert ist. Der Vulkan hat den Tresor beschädigt und das infizierte Saatgut war ungeschützt. Und voilà, es keimt. Verschweißen wir die Lex. Oh, okay. Wir müssen jetzt die Lex zurichten. Wenn ich könnte, würde ich... Die Aufgabe verschwindet nicht, aber sie ist wichtig. Okay. Bringen Sie Arctic Custodian Kampfdrummer an Ihrem Kommandoflugzeug an und versiegeln Sie die Lex. Okay. Dazu müssten wir erstmal die Kampfdrohne uns holen. Zack. Machen wir doch. Und dann geht es jetzt daran, die Lex zu verschweißen. Dort fangen wir an. Naja, verschweißen? Wir haben sie einfach zerstört, oder wie? So. Zack. Jetzt hat er doch nur angefangen mit. Okay, dann müssen wir das doch einzeln machen. Ohne Shift-Hotkey. Dass die Kampfdrohne auch so lahm ist hier. Im Gange. Zack. Fangen wir erst viel später an. Wo ist denn das nächste Leck eigentlich? Das war doch hier irgendwo dort. Bestätigt. Dort oben. Verstanden. So, aber das ist ja ein relativ einfacher Auftrag. Koordinaten bestätigt. Im Gange. Und dann noch der letzte. Wenn etwas erledigt werden muss, setze ich auf Sie. Die Infektionsquelle ist eingedämmt, aber es gibt immer noch Moskitos. Sie tragen die Krankheit weiter, solange wir die Sümpfe nicht trockengelegt haben. Okay. Also alle Sümpfe trockenlegen ist unser Ziel. Die Sümpfe sind von Wildtieren befreit, also nur zu. Den Sumpf trockenlegen. Das dauert leider ewig. Konnte man nicht mehrere gleichzeitig machen? Die Sümpfe sind von Wildtieren befreit, also nur zu. Sumpferlegierung und Bauworts kostet das. Okay. Sich im Sumpf zurechtzufinden ist nicht leicht. Es wird etwas dauern, bis die Pumpe läuft. Sich im Sumpf zurechtzufinden ist nicht leicht. Es wird etwas dauern, bis die Pumpe läuft. Baustelle nicht erreichbar. Sie müssen erst Zugang zum benachbarten Gebiet haben. Okay, aber das sind jetzt alle Gebiete, die wir eigentlich schon trockenlegen hier gerade. Sehe ich das richtig? Ja. Alle kosten jetzt ziemlich viel Zeit. Okay. Ich würde fast sagen, in dieser Zeit machen wir uns doch nochmal an einen Auftrag. Verflucht noch eins. Haben die tatsächlich schon wieder die Prikoma-Barrikade? Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Komm, machen wir hier nochmal das. Kein Upgrade verfügbar. Machen wir das jetzt nochmal auf. Fortgeschritten einfach. Damit wir ein bisschen was zu tun haben. Ich will hier nicht immer nur warten müssen. Ich hoffe, dass währenddessen die Zeit natürlich weiterläuft. So. Dann können wir uns jetzt hier nochmal in die Konfliktzone stürzen. Hier. Siehst du den Schlamassel? Ja, ja. Kennen wir ja schon, aber die mittlere Mission kennen wir noch nicht so ganz. So, wir haben hier einen Totenkopf, der rumfährt. Waffensysteme bereit. Vor dem müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Bereit für Einsatz. So. Alles schießen, was sich hier bewegt. Was gegen uns ist natürlich keine Unterstützungsflotten angreifen. Wir sollten uns hier gegenheilen. Das können wir aber mal groß vergessen. So, was sollen wir hier machen? Haben Sie 5 Treibstoff. Haben wir. Liefern. Entladen abgeschlossen. Das Problem wird nicht wieder hochkommen. Gut gemacht. Sehr schön.
Was können wir dir Gutes tun? Hör mal, ich würde es ja selbst machen. Dann nennen sie Rettungsboote. Mit ihrem Fahrzeug. Oh, ganz da hinten überall. Und was hast du für einen Auftrag? Der Konflikt wird immer schlimmer. Sie müssen nutzen Sie EMP dreimal. Das können wir auch hinbekommen. So, erstmal geht's jetzt hier drauf, um hier nochmal ein paar Upgrades einzusammeln. Unter anderem eine EMP-Kanone. So, dann machen wir uns hier auf. Beladen abgeschlossen. Rettungsboot geholt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in Reichweite von vom Totenkopf hier kommen. Volle Kraft voraus. So. Bestätigt. Jetzt einmal eine Reparatur. Läuft. So, wo waren die Rettungsboote überall? Gut, fahren wir mal hier den Kanal hoch. Ziel bestätigt. Jetzt haben wir auch ein bisschen Graphen natürlich. Oben ist ein Rettungsboot. So, EMP-Impuls. Alle bereit machen. Einmalig. Jetzt sollten wir das erste hiervon schon erledigt haben. Ziel bestätigt. So, und ist das eben. Ziel bestätigt. So, Rettungsboote sind jetzt unten inzwischen. Im Gange. Unterstützungsflotte. Grünes Licht. Die Richtung Italien können wir auch sehr gut gebrauchen, natürlich. Heilen wir uns mal einmal, wir haben sowieso zu viel Treibstoff. So, wo sind die weiteren Rettungsboote? Ja, das ist aber eine ungünstige Position. Grünes Licht. So, ich ziehe jetzt erstmal drauf. Stahl und Beton. Unsere Moral lässt sich nicht zerstören. P-Impuls. Grünes Licht. Feuer frei. Zack, zack. Wenigstens wissen wir jetzt, dass du unbewegliche Ziele treffen kannst. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Und jetzt noch ein Rettungsboot irgendwo. Instandsetzung läuft. Koordinaten bestätigt. So, dort unten gibt es das Rettungsboot. Beladen abgeschlossen. Und wir müssten jetzt wohin nochmal, um Rettungsboot zu holen? Ach komm, wir gehen jetzt erstmal auf die hier. In die Rettungsboote. Oh, das war nicht gut. Ziel bestätigt. Das war teuer. Reparaturdrohnen gestartet. Die selbstzerstörenden Schiffe. Ja, aber irgendwie darauf achten, dass wir nicht in die Reichweite von dem fahren. So, wir müssten tatsächlich einmal ganz nach unten irgendwie kommen. Das ist nicht so einfach. So, schön viel Iridium einsammeln, das ist doch schön. Fällt uns das doch. Im Gange. Das ist halt eine Werft. Das ist gut, ihn abzuschießen. Abstationen. Damit wir weiter neue rauskommen können. Dort ist nochmal ein Rettungsboot. So, jetzt haben wir noch ein Rettungsboot. Eine Bewegung. So, damit sollten wir auch den Auftrag abgeschlossen haben. Aber Sie waren zur Stelle. Genau. Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Oh, jetzt gibt es natürlich wieder eine Klimaterrorismus-Mission. Das wäre natürlich vorhin ganz gut gewesen. Hätten wir das schon gehabt. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, das ist mir durchaus bewusst.
Energieschilde aktiv. Bestätigt. Selbstreparatur läuft. Zack. Dort unten müssen wir das Rettungsboot noch holen. Roger. Rettungsboot holen. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Ohne dich hätten diese Terroristen hier noch was sagen. Zack. Verstanden. Holen wir uns hier unten nochmal die Sachen. Volle Kraft voraus. Und dann geht's jetzt hier zur eigentlichen Auftragserfüllung. Wir haben ja alle Ziele hier abgeschlossen. Starte Nuklearrakete. Grünes Licht. Eine Unterstützungsflotte. Reparatursysteme online. So, fahren wir selber nach unten. Schalten hier die Dinger aus. Dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben lassen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass du unbewegliche Ziele triffst. So, ausschalten. Und hier oben drauf. Zack, und damit haben wir die Mission geschafft. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Geld. Ohne dich hätten diese Terroristen hier noch das Sagen. Erfahrung. Bonuserfahrung für die Bonusziele. Wir können hier unser Schiff upgraden. Machen wir das doch. Und beenden die Mission. Vielen Dank. Und damit haben wir auch gleichzeitig den Klimaterrorismus doch noch geschafft. Sehr schön. Das ist doch klasse. Wir müssen noch die Sümpfe trockenlegen, aber ich denke, dass dort jetzt die Zeit schon ganz gut dastehen sollte bei den meisten Sümpfen. Okay. Oder auch nicht, weil wir keine Baubots mehr haben und auch keine Superlegierung. Da ist es unschön. Neue Transferroute, Waren auswählen, Baubots, 110. Können wir das auf 120 bringen, ohne dass wir dann direkt pleite sind? Ja. Die Waren wurden losgeschickt. Wir sagen Ihnen Bescheid, wann Sie eintreffen. So. Verarbeite Informationen. Und Superlegierung am besten auch. Bestätigen. Verbunden. Superlegierung. Wo sind sie? Ich finde sie nicht. Dort. Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich. Auf 0, bitte. Das sind uns nochmal 15.000. Das können wir uns nicht so wirklich leisten. Ach, können wir uns wohl leisten. Die Waren sind unterwegs. So. Verarbeite Informationen. Damit sollten jetzt die Sümpfe hier wesentlich schneller trocken zu legen sein. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Ja, ja, negative Credits ist klar. Das ist ja nun logisch, weil wir gerade so viel importieren aus dem Weltmarkt. Aber wir wollen natürlich hier gut vorankommen können. Und dazu nehmen wir hier mal gerade negative Credits definitiv in Kauf. Weil so wild ist es ja nun auch nicht. Schlimm ist, dass wir hier oben die Trocknungsstelle noch nicht machen können. So. Eine Minute. Beziehungsweise ich beschleunige das Ganze ja, deshalb geht das Ganze immer ein bisschen schneller, weil ich hier verzweifelt die Plus-Taste gedrückt halte, um hier eine Beschleunigung zu ermöglichen. So, 20 Sekunden noch. Dann haben wir jetzt die ersten Trockenlegungsstellen fertig. Sie können jetzt mit dem Abpumpen beginnen. Zack. Das kostet 500 Energie. Die Pumpen tun ihre Arbeit. Sie müssen die Pumpen auch anschalten. Pumpe. Na
Das dauert etwas. Die dauert so eine Weile. Und die ist noch immer nicht erreichbar. Okay, jetzt sollten wir hier allerdings ziemlich viele Baubots gerade bekommen können. Das heißt, wir reduzieren hier unsere Kosten mal drastisch. Ihre Lieferungen sollten rechtzeitig eintreffen. Sehen Sie, jetzt so funktioniert's. Und so. Ich hoffe, Sie werden diese Waren gut einsetzen. Und dann... Sortierobjektprofil wird aktualisiert. Ja, müssen wir hier noch ein bisschen warten. Wir haben auch 500 Energie, um dort auch die Pumpe anzuschmeißen. Also kein Thema. Warum dauert das jetzt so viel länger als... Nee, es dauert gleich länger. Okay. Alles klar. So, wir warten jetzt noch eben, bis das hier auch geht. Ja, und das Blöde ist halt wirklich, dass wir diese letzte Pumpe erst ganz spät anschließen dürfen. Das ist wirklich eine blöde Geschichte. Da werden wir beim nächsten Mal dann wahrscheinlich auch nochmal eine Konfliktzonenmission machen. Nur für diese eine Pumpe. Aber so ist es nun mal. So. Wenn das hier jetzt vernünftig abgelaufen ist, können wir dort auch die Energie starten und dann können wir uns nochmal was anderem zu widmen. Ich denke, dann widmen wir uns mal tatsächlich dem Sektorenprojekt in der Arktis, weil das habe ich ja immer ein bisschen unterschlagen bisher. Und das ist natürlich hier. Sie müssen die Pumpen auch anschalten. Nötig, so. Zu wenig Energie. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Energie. Also erstmal können wir hier nochmal löschen. Ja. Erledigt. Diese Route ist Geschichte. Und auch die können Sie können jetzt mit dem Abpumpen beginnen. Löschen. Erledigt. Diese Route ist Geschichte. So, hier wollen wir mehr Energie haben. Sag ich mal alles mit. Verarbeite Informationen. Habe ich noch irgendwo eine vergessen zu starten? Baustelle nicht erreichbar. Immerhin ist es nur ein kleiner Sumpf. Okay, die hat auch gerade angefangen. Schließen Sie den ausstehenden Bau ab, Trockenlegungsstelle. Habe ich irgendwo was vergessen hier? Muss ja fast, aber wo? Dieser Sumpf wird bearbeitet. Hier. Die Pumpen tun ihre Arbeit. So. Sehr gut, dann laufen die nämlich auch noch mit. Hier sowieso. Hier auch. Okay, und dann können wir jetzt nochmal einmal in die Arktis schauen und uns da uns dem noch offenen Projekten hier widmen. Mayday zum Beispiel. Sammeln Sie das Rettungsboot mit Ihrem Fahrzeug. Volle Kraft voraus. Container beladen. Und nun bringen Sie die Fracht zum Arktislager. Machen wir. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Einen Augenblick lang dachte ich wirklich... Die Tatsache, dass ich das Büro verlassen habe, sollte Ihnen zeigen, wie wichtig dieser Auftrag ist. Bauen Sie 6 Gemeinschaftscenter. Okay, das sollte sich auch machen lassen. Zwar wenig Platz insgesamt, aber irgendwo sollte sich doch hier wohl ein Gemeinschaftszentrum noch hinsetzen lassen, oder? Oder auch nicht. Ach komm, hier oben. So. Jetzt müssen wir hier. Jetzt haben wir auch hier einen Auftrag, der 15 Minuten dauert. Was ist das denn? Naja, ich würde aber sagen, ich werde jetzt hier die Folge erstmal beenden. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal bei den Trockenpumpen das Ganze weiter an. Ich werde so lange warten, bis.
wisst ihr was, so spannend ist es ja, glaube ich, gar nicht. Ich werde einfach alle Pumpen hier trocken liegen lassen. Auch die letzte werde ich noch trocken liegen lassen. Das Ganze werde ich dann halt nicht in der Aufnahme haben, aber so ist es halt. Bevor diese Pumpe fertig ist, werde ich allerdings natürlich die Aufnahme einschalten. Ich glaube, das ist hier das Sinnvollste, was wir machen können. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.